Einen schönen Samstag und willkommen zum Flashback. Würdigung für Arik Brauer. Riesengemälde von Hellenwein und Burgergate des Kanzlers. Der 16. Bezirk ehrt einen ganz großen Otterkringer. Der Holocaust-Überlebende, Antifaschist und Liedermacher Arik Brauer, der 2021 verstorben ist, ist Namensgeber eines Parks. Bei den Feierlichkeiten war auch die Familie von Brauer vor Ort. Man hat immer gesagt, man sollte seiner Bestimmung folgen. Ja? Das Schlimmste ist, wenn man seine Talente nicht auslebt. Otterkring ist sein Bezirk gewesen, wo er aufgewachsen ist. Und das hat er auch immer wieder erwähnt in vielen Dokumentarfilmen. Und ich glaube, es ist der richtige Platz. Wenn man so den Park jetzt hört, die Kinder im Hintergrund, dann ist das schon der richtige Platz, der nach ihm benannt wurde. Der Künstler Gottfried Hellenwein gestaltet erneut den Ringturm. Die 3000 Quadratmeter große Verhüllung zeigt auf zwei Gebäudeseiten das blutverschmierte Gesicht eines Mädchens. Das Werk mit dem Titel My Sister soll Gewalt an Frauen und Kindern sichtbar machen. Man muss, und das versuche ich mit diesen Bildern, die Menschen zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Weil diese Katastrophen passieren nicht, sind erst möglich durch Wegschauen, durch Verdrängen. Und deshalb ist es wichtig, die Menschen dazu zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Am Areal des ehemaligen Sophienspitals im 7. Bezirk entsteht ein neues Stadtquartier. Mehr als 200 zum Teil geförderte Wohnungen sollen bis 2025 entstehen. Für ein besseres Mikroklima im dicht verbauten Innenstadtbezirk soll ein neuer Park sorgen. Bundeskanzler Karl Nehammer sorgte zuletzt bei vielen für Entsetzen. Bei einer Veranstaltung sagte er unter anderem, dass einkommensschwache Eltern ihren Kindern doch einfach einen Burger als warme Mahlzeit kaufen sollen. Für Sozialstadtrat Peter Hacker purer Zynismus. Da steht der Bundeskanzler in einem Weinkeller vor lauter Flaschen, die so teuer sind, dass es die meisten Menschen nicht leisten können. Vor sich ein Trüffel Salami und aufgeschnittenen Prosciutto und teuren Käse und faselt davon, dass die Leute, wenn sie nichts zum Essen haben, halt einfach arbeiten gehen sollen und den Kindern einen Burger kaufen. Also ich halte es für puren Zynismus, unerträglichen Zynismus. Weil die Teuerung auch vor jungen Menschen nicht Halt macht, fordern die Grünen eine günstige Öffi-Jahreskarte für alle unter 26. Das Modell sieht zwei Varianten vor. Einerseits ein Jahresticket um 79 Euro, das entweder nur für Wien oder für Burgenland und Niederösterreich gemeinsam Gültigkeit hat. Die zweite Variante wäre eine Jahreskarte für alle drei Bundesländer um 158 Euro. Vor zwei Jahren startete das Forschungsprojekt Biodiversität am Friedhof der Universität Wien in Zusammenarbeit mit den Wiener Friedhöfen. Über die Zeit konnten nicht nur umfangreiche Daten zu Tieren, Pflanzen und Pilzen gesammelt, sondern auch faszinierende Fotografien erstellt werden. Um die vielfältige Tierwelt sichtbar zu machen, eröffnete jetzt eine Outdoor-Galerie am Zentralfriedhof. Die längste Outdoor-Galerie Wiens. Und da dokumentieren wir, was das denn bedeutet, welche Tiere hier denn gefunden werden oder hier ein Rückzugsgebiet haben. Und ich glaube, um das geht es, Bewusstsein schaffen, dass wir wissen, wie wichtig jede Grünfläche ist. Verheerende Zustände ortet die FPÖ in den Gemeindebauten. Die Stadtregierung lasse diese verkommen und würde zugleich die Mieter abzocken, so der Vorwurf von Landesparteichef Dominik Knepp. Aus diesem Grund starten die Freiheitlichen jetzt eine Umfrage zur Wohnsituation, um Problemen nachgehen zu können. Wo unsere zahlreichen Funktionären durch jeden Gemeindebau dingeln, bei jeder Wohnung entweder anklopfen oder einen Zettel hinterlassen mit einem QR-Code, wo dann die Menschen auch direkt ihre Probleme schildern können. Das nächste große Bauprojekt steht in den Startlöchern. Die Justizanstalt Josefstadt und das Straflandesgericht Wien, auch bekannt als Graues Haus, sollen in den nächsten Jahren generalsaniert werden. Die Fertigstellung ist für 2032 anberaumt. Das Haus des Meeres hat Zuwachs bekommen. Nach 1,5 Jahren Bauzeit wurden jetzt die Mangrovenaquarien eröffnet. Beheimatet werden diese von 4 Augenfischen, Einsiedlerkrebsen und Mangrovenquallen. Letztere verbringen ihr Leben auf dem Kopf stehend und nehmen damit Licht als Nahrung auf. Mangroven sind ein eigenes Biotop mit sehr vielen biologischen Besonderheiten, mit Fischen, die es zum Beispiel, ich sage mal, ertragen müssen, dass Salzwasser und Süßwasser wechselt. Das kann nicht jedes Tier, nicht jeder Fisch. Und daher ist diese Sozialgemeinschaft, die da drinnen ist, etwas ganz Besonderes.
Diese und viele weitere Nachrichten aus Wien und den 23 Bezirken liest du auf meinbezirk.at/Wien. Wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe von Flashback, wenn es wieder heißt Wien in 5 Minuten. Schönes Wochenende!